Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video fürs Programmieren. Dieses Mal programmieren wir in C# ein abgeleitetes Objekt, also ein Objekt, welches sich auf ein vorheriges Objekt stützt. Wir haben das letzte Mal ja diese Name-Klasse gemacht und ich möchte jetzt einfach eine abgeleitete Klasse bilden von dieser Name-Klasse und da schreibe ich Vorname. Okay. Weil Vorname können mehrere sein. Ich weiß, in C# gäbe es hier eine Möglichkeit, aber ich möchte praktisch eine Kette machen. Ja? Also, das ist unser Programm vom letzten Mal. History anpassen. Ups, das war nicht optimal angepasst. So, angepasst. Heute ist der 6.9. V1.1. Vorname. Okay, also schaut mal einmal zu. Da ist die Klasse Name. Ja? Und jetzt mache ich eine Klasse Vorname. Klasse. Und die lasse ich basieren auf der Name. Jetzt in diesem Moment kann die Vorname-Klasse genau das gleiche. Ja? Also alles, was damit public oder protected definiert ist, kann die Vornamenklasse auch. Jetzt mache ich aber nur, also pass auf, da mache ich mal ein private draus. Ja? Das ist private. Jetzt kann ich da unten nicht mehr zugreifen. Dann machen wir public, ist ja wurscht. Na, machen wir private, möchte ich ja herzeigen. Und da mache ich auch private, ja, next name. Und zwar ist es Vorname-Klasse. Also da habe ich schon etwas drinnen. Ja. Da in der Vorname, die beinhaltet einen weiteren Vornamen. Okay. Und jetzt mache ich einen Konstruktor, public, Vorname, Klasse, ja. Zack, zack, Konstruktor, Default-Konstruktor, und da sage ich, NextName ist gleich 0. Jetzt wird das unterwählt. 0 heißt einfach nur, er zeigt noch nichts, ja. Jetzt wird das unterwählt, jetzt muss ich das da praktisch mit einem Fragezeichen machen. Das Fragezeichen heißt NULLABEL. Das heißt, dieser Pointer kann auch nirgendwo zeigen. Ja, wenn das Fragezeichen weg ist, muss der wohin zeigen, deswegen wird das da grün unterwählt. Ja. Und wenn ich mit Fragezeichen mache, dann sage ich, okay, ich bin mir darüber bewusst, dass es sein kann, dass dieser Zeiger 0 ist. Nirgendwo. Okay. Und dann mache ich noch public int addName und dann machen wir String Name. Was machen wir da? Das haben wir if this.nextName ist gleich 0. Also wenn es keinen nächsten Namen gibt, ja, dann sage ich this.nextName ist gleich new Vorname-Klasse, Klammer auf, Klammer zu, ja. Dann mache ich jetzt noch einen zweiten Vorname-Klasse. Und dieses Mal, da mache ich praktisch genau das gleiche. String Name, das ist gut. Next Name ist 0. This Name schau, es geht nicht. Schauen wir uns das nachher an. Schau, ich kann nicht zugreifen auf das Name. Ich kann nicht auf das Name zugreifen. Warum? Weil es hier muss privat definiert ist, weil ich das mal als protected mache, ja, dann kann ich hier zugreifen,
Hier geht's jetzt, ja, weil es protected ist. Ich bin eine abgeleitete Klasse. Da unten geht es nach wie vor nicht, weil es nicht public ist und von außen kann er nicht zugreifen. Ja. Also das ist auf public. Das wollte ich zuerst eben herzeigen. Und jetzt kann ich wieder überall zugreifen. This name is name. Und da übergebe ich den Namen. Ja. So, wenn das noch nicht 0 ist, ja, else, was mache ich dann? Dann sage ich this.nextName.addName. Dann sage ich es im nächsten. Hey, pass auf, wir sollen einen Namen dazufügen, bitte. Gut, gell? Ist gut. Return. Eins plus den. Und dann machen wir Return 1. Und dann sehen wir, auf welcher Position wir praktisch sind. Ja? Weil da kommt immer was retour und je nachdem, wie viele Vornamen wir haben, bekommen wir hier einen Vornamen-Counter zurück. Praktisch. Okay. Das ist gut. Und was brauche ich noch? Ich werde nur an public string getName machen, dass wir das praktisch ausgeben. Und dann mache ich einen String, wie heißt der, Vorname, kompletter Vorname, der ist einmal nix, ja. If this Punkt next name und der nächste Name, nicht null ist, also wenn es einen nächsten Namen gibt, sage ich kompletter Vorname plus ist gleich this.nextName Punkt getName. Dazwischen mache ich auch noch einen Abstand hinein. So schaut es gut aus. Else. Kompletter Vorname. Ist gleich this.name. Und wenn wir fertig sind, machen wir Return. Kompletter Vorname. Gut. Gut. Jetzt habe ich praktisch eine abgeleitete Klasse verwendet. Jetzt schauen wir uns das einmal an, was da passiert. Also eigentlich sollte das ja alles funktionieren. Nur dieses Mal nehme ich da nicht Name-Klasse, sondern Vorname-Klasse. Und dieses Mal gebe ich nichts an. Was passiert da eigentlich? Gell? Weil wir weisen da nur 0 zu. Was steht da nachher in den Namen drinnen? Das werden wir uns jetzt ausgeben lassen. Ja? Spülen wir das einmal an. Übersetzen wir das. Starten wir das. Default. Steht trotzdem Default drin. Wie gibt's das? Ha? Wie gibt's das, dass da Default drinnen steht? Weil eigentlich glauben wir haben ja das aufgerufen und ich habe in den Namen nichts hineingeschrieben. Ja, es wird aber implizit auch der Default-Konstruktor von hier aufgerufen.
Okay. Das habe ich, jetzt lösche ich das da raus. Ja. Jetzt bei dem Stringname. Was passiert da, wenn ich da jetzt praktisch jetzt Heinz hineinschreibe? Ja. Schauen wir das an. Play. Also sollte ich vielleicht das vorher zumachen. Steht trotzdem Default drin. Ja. Warum ist das, obwohl ich ja, jetzt rufe ich ja das hier auf und eigentlich habe ich ja was übergeben. Ja. Es wird aber trotzdem der Default-Konstruktor aufgerufen, da vor der Underline-Class. Okay, muss man ein bisschen aufpassen. Da ist ein Abstand, das hat mich auch schon länger gestört. Muss man aufpassen, dass man da nicht glaubt, okay, Name. Deswegen ist eine gute Idee, wenn ich sage, dies.name ist gleich Name. Genau, so wollen wir das. Dankeschön. Aber ich mag das auch noch mit so Abständen, das gefällt mir halt besser. Ja? Machen wir zu, spülen wir es nochmal an. Heinz, jetzt steht Heinz drin. Jetzt haben wir es nämlich dazugewiesen. Muss man ein bisschen aufpassen. Gell? Enter, Peterschowski. Okay, das, also, obwohl es praktisch jetzt eine Instanz der Klasse Vorname-Klasse ist, habe ich den Change Name aufgerufen und der Change Name ist ja eigentlich nur hier definiert in der Klasse Name-Class und das hat funktioniert, anstandslos, weil diese Methode habe ich geerbt. Ja? War nicht funktioniert, gell? Habe ich geerbt, wunderbar. Und jetzt möchte ich aber noch, statt Change Name mache ich Add Name. Ja? Achso, Vorname-Klasse. Ah, jetzt habe ich das so hergezeigt. Es funktioniert nämlich so auch, pass auf. Heinz, Peterschowski. Okay. Und da habe ich das vergessen. Und jetzt mache ich hier Add Name. Jetzt kann ich das aufrufen. Was passiert jetzt? Heinz? Heinz. Warum ist das so? Ja. Weil ich habe hier Add-Name aufgerufen und da wird der nächste Name dazu addiert. Gell? Also jetzt, das ursprüngliche wurde nicht verändert. Ja? Heinz. Ja? Aber ich habe einen zusätzlichen Namen, der jetzt hier praktisch eingefügt wurde, addiert. Ja? Also ich sage jetzt da praktisch String Vorname ist gleich Person Punkt getName und da sage ich WriteLine Vorname und da habe ich jetzt hoffentlich alle drinnen, ja? Dann müsste jetzt eigentlich stehen Heinz Peterschowski, weil der Heinz, das ursprüngliche Vorname und das Peterschowski wurde geedit. Aha, funktioniert nicht irgendwie, ja? Achso, ist klar, weil dann muss ich ja da hier, das kann ich sowieso machen. Aha. So mache ich das. So, jetzt funktioniert es hoffentlich. Ja, Laufzeitfehler. Muss man auch ausprobieren. Heinz Peterschowski. Also ich habe den Namen Heinz, das Objekt mit dem Namen Heinz. Und einen zweiten Vornamen, obwohl das jetzt mein Nachname ist, hinzugefügt und mit dem, also jetzt habe ich eine abgeleitete Klasse, geht super, oder? Geht super. Wir greifen hier immer auf Eigenschaften zu, die wir hier oben definiert haben. Und ich weiß auch nicht, ob es schon mal wie mir aufgefallen ist, da schreiben wir einfach private, irgendwas, bla bla bla, bug, zu, mache ich das zu. Auch unser Programm ist eine Klasse. Ja? Und da haben wir eine Methode main herinnen, die gibt nichts zurück. Und da steht aber nur was davor. Da steht nicht private oder protected. Also da steht static davor. Und diese static hat auch eine gewisse Bedeutung. Was das bedeutet, was die Bedeutung dieser statischen, statisch definierte Variable ist, das werden wir uns das nächste Mal ansehen. Zuerst auf Papier und nachher in echt. Ja? Also das hat auch eine Bedeutung. Irgendwann habe ich mal gesagt, ich erkläre irgendwann, was das Static bedeutet.
Nächstes Mal ist es soweit. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.